Guten Morgen, herzlich willkommen hier auf der neuen Axopar 37 Spider. Offene Modell, haben wir gestern Abend ja, gibt es ein weiteres Video zu, schon in der Train Factory hier in Helsinki gezeigt. Wir haben immer noch Dealer Meeting 2019, Mitte November. Wir haben heute Morgen, alles ist gefroren, das Schiff ist Eis. Nichtsdestotrotz machen wir natürlich hier morgen ein Video. Das ist sogar der Prototyp der neuen Brabus Shadow 900. Das heißt, wir haben hier zweimal 450 PS drauf, 900 PS, Top Speed um die 65 Knoten. Ich bin das Schiff gestern einmal hier gefahren, da hat es geregnet. Das war dann ein kleines Gesichtspeeling natürlich, wenn man hinten saß. Unglaubliche Power, aber einfach easy zu handeln. Ja? Also wieder dieses Brabus-Gefühl oder auch deutscher Luxusklassewagen anderer Hersteller im hohen PS-Bereich, wo man einfach wirklich Marschfahrt irgendwie 50 Knoten mitfahren kann. Absolut mega. Und dann haben wir hier auch wieder das komplette Glasdisplay hier von Simrad, Information Display. Man sieht hier kleine Details, die hier getestet werden für die Brabus-Version mit der dunkleren Scheibe. Hier haben wir auch einen Camouflage-Wrap jetzt auf dem Boot drauf, aber nochmal etwas anders, wie wir das bei den anderen Booten gestern Abend gesehen haben. Und sehr interessant bei dem Boot hier, weiß nicht, ob ich gleich noch Zeit dazu habe, weil wir am Weg zur Tankstelle sind, ist hinten die neue Toybox, die wir da hinten drauf haben. Das heißt, wir haben die Sonnenliege etwas tiefer und wir haben hinten einen großen Stauraum, um alle möglichen Toys zu verstauen. Gut. So, grundsätzlich haben wir bei der Spider das genau das gleiche, die gleiche Aufteilung wie der ganz normalen Axopar 37 Suntop. Es fehlt eben das Dach. Dadurch wird das Boot nochmal wesentlich sportlicher. Ist, denke ich, eher so typisch für normal für einen RIP-Kunde, der auch gewöhnt ist, ein offenes Boot zu fahren. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier, anders wie beim RIP, eine vollwertige Kabine mit einer Toilette. Wir haben Stauraum, wir haben den Tisch hier vorne. Also hat man trotzdem natürlich eine ganz andere Nutzfläche wie bei einem RIP. Und jetzt muss ich mal gucken, wo die Klappe hier aufgeht. Und hier hinten haben wir eben die Sonnenliege. Da fehlt natürlich hier das Kissen noch. Und das können wir eben hier aufmachen. Und haben wir hier hinten drin einen riesen Kofferraum, um eben Seabob, Stand-Up-Paddling-Board, Schlauchboot und so weiter alles hier unten reinzustauen. Da wird es natürlich auch noch später Befestigungsmöglichkeiten und so weiter genau für diese Toys geben. Ich will mich jetzt nicht hier so drauflegen, weil ich danach plötzlich nass bin. Aber dadurch, dass wir hier vorne diesen Teil noch dazu haben, anders wie bei der klassischen Aft-Cabin, haben wir hier nochmal mehr Liegefläche und das Ganze ist natürlich wesentlich tiefer. Und dadurch würde ich sagen, liegt man auch gerade bei schnellerer Fahrt hier etwas komfortabler wie auf der höheren Aft-Cabin. Ja, das Boot, wie gesagt, ist, also die Brabus-Modelle gibt es ja nicht nur lackiert, sondern eben auch in Gelcoat. Und das ist jetzt im Endeffekt ein Gelcoat-Farbe-Boot, was dann noch diesen Camouflage-Look hat. Wir drehen jetzt 15 Umdrehungen, fahren hier aus einer vorgelagerten Insel hier vor Helsinki raus, wo ein großes ehemaliges Militärgelände ist, und folgen jetzt der anderen 937 Suntop da vorne in Richtung Westen. Okay. Boah, krass. Es ist jetzt ein bisschen kalt bei 0 Grad. Wir sind jetzt schon bei 35 Knoten. Ich stehe aber sehr geschützt hier hinter der Scheibe. Wir laufen 40 Knoten und es fühlt sich an, als wenn wir gerade mal 20 fahren würden. 37 Knoten. Beim Verbrauch von 2,5 Liter auf die Seemeile. Sensationell. Boot reagiert. Super agil. Noch ein bisschen nachlegen. Ein bisschen rauszoomen hier, dass wir nicht hier irgendwo auf dem Stein fahren. Interessantes Geräuschniveau, was wir hier haben. Obwohl wir ein offenes Boot haben. Super angenehm. Dass ich irgendwo richtig vorbeifahre hier.
50. 60. 64. Krass. Absolut krass. Das ist Hammer. Das ist eine Waffe. So, das war nur ein kleiner Teaser. Folgen die anderen 37 hier. Wir gucken, wo sie langfährt. Er wird wohl wissen, wo wir langfahren. Die machen mich nervös, wie die hier fahren. Die Elastizität ist der Hammer, ja? Wir fahren jetzt 30 Knoten. 30 Knoten, 32 Knoten. Ich fühle mich an wie Standgas. Und jetzt. Da, Martin, Entschuldigung. Unglaublich. Hammer. Oh, es hat kalt. So, das war es hier vom Prototyp der Shadow 900, 900 Spider. Und wir werden gleich hoffentlich noch ein Video mit der 37 Santo machen können, bevor wieder die Händler bzw. die Kunden hier zum Event kommen. Vielen Dank, mega, hier auf der Spider.